Dafür nimmst du die Koralle einfach mal kurz raus, tunkst sie nur für kurze Zeit, wirklich kurze Zeit, ein maximal 5 Sekunden ins Süßwasser. Hey Freunde, ich bin's wieder, René von Blue Truth. Und in diesem Video sprechen wir darüber, wie man Turbellarien im Aquarium loswerden kann. Umgangssprachlich werden sie auch gerne Planarien genannt, ist meist weiter verbreitet und deshalb werde ich auch in diesem Video von Planarien sprechen und nicht von Turbellarien, obwohl das eigentlich richtig wäre. Planarien sind kleine Würmer, die gehören zu der Familie der Plattwürmer und du findest sie häufig gerade morgens an den Scheiben und auf dem Substrat. Sie sind an für sich gar nicht so gefährlich, gerade für deine Korallen nicht, weil sie denen eigentlich nichts tun. Bei einer Massenvermehrung aber kann es indirekt zu Schäden bei den Korallen kommen, weil die ihnen einfach das Licht rauben. Und deshalb ist es ratsam, diese aus dem Aquarium zu entfernen. Einfach, weil es nicht schön aussieht und zum anderen halt bei einer Massenvermehrung, wie bei eigentlich allem. Und deshalb entfernen wir diese. Da habe ich drei einfache Methoden, die du direkt zu Hause anwenden kannst. Und es gibt natürlich auch noch weitere Varianten, wie du sie loswerden kannst. Fangen wir mal an mit der ersten Variante. Zuallererst sollst du natürlich erstmal herausfinden, wo kommen die her, was ist die Ursache, dass die sich so stark bei dir vermehren. Der Hauptgrund ist halt Silikat bzw. Kieselsäure bei dir im Aquarium, weil sich die Planarien halt von Kieselalgen und Kieselsäure ernähren. Also ist da der erste Schritt, deinen Silikatwert überprüfen. Hast du vielleicht zu viel Silikat im Aquarium und prüfe auch dein Ausgangswasser, sprich dein Osmosewasser. Vielleicht ist ja einfach dein Mischbettharz aufgebraucht. Und so führst du halt auch bei jedem Wasserwechsel, bei jeder Nachfüllung Silikat mit ins Aquarium ein. Wenn du das sichergestellt hast, dass halt kein Silikat mehr ins Aquarium kommt und du trotzdem Planarien bei dir im Aquarium hast, da gibt es verschiedene Wege, wie du sie einfach wieder loswerden kannst. Bei Korallen, die nicht befestigt sind, es ist eine drastische Maßnahme, aber die funktioniert tadellos. Ein Süß- bzw. ein Jodwasserbad hilft da wunderbar. Dafür nimmst du die Koralle einfach mal kurz raus, tunkst sie nur für kurze Zeit, wirklich kurze Zeit, ein maximal 5 Sekunden ins Süßwasser, schüttelst sie da drin ein bisschen und setzt sie danach sofort wieder ins Salzwasser. Ich will das auch nicht unbedingt mit sehr empfindlichen Korallen machen, weil die halt dadurch einen Schaden nehmen können, muss aber nicht. Also sehr vorsichtig bei dieser Methode sein. Das Süßwasserbad hat halt einfach diesen Effekt durch diesen Dichtesprung. Platzen die Planarien und sterben halt direkt. Das geht ganz schnell, deshalb reicht auch ein ganz, ganz kurzes Süßwasserbad, um die loszuwerden von deinen Korallen. Eine andere Variante ist, dass du sie einfach mit Süßwasser anspritzt. Dafür nimmst du einfach eine Spritze mit Süßwasser gefüllt und sprühst das direkt auf die Planarien drauf. Und du wirst sehen, die werden sich zusammenziehen und die werden halt direkt sterben und entsprechend von deiner Filterung aufgesogen. Hier ist natürlich auch wichtig, dass du die Strömung in deinem Aquarium komplett ausschaltest. Förderpumpe, Strömungspumpe, alles aus, damit du halt das Wasser, das Süßwasser, was du halt da hinzugibst, nicht direkt mit dem Salzwasser vermischt wird und achte auch darauf, dass du nicht zu viel Wasser reintust, weil du entsprechend wieder damit deine Dichte senken kannst. Also immer mit Vorsicht zu genießen. Eine weitere Möglichkeit, wie du halt Planarien wunderbar entfernen kannst, ist das Absaugen. Du saugst sie einfach mit einem Luftschlauch ab, der hat einen geringen Durchfluss, aber da sich die Planarien nicht besonders stark festhalten, kriegst du sie damit wunderbar abgesaugt. Dann landen die einfach im Eimer oder je nachdem, wo du sie reintust. Das Wasser kannst du dann filtern oder du kannst direkt filtern und wieder im Aquarium hinzugeben. So kannst du halt auch außerhalb deiner Wasserwechselroutine dir auch wunderbar entfernen. Es sind alles drei keine Methoden, wie du alle los wirst. Aber es ist ja auch immer eine Frage, wie groß ist das Aquarium? Es gibt natürlich auch Fressfeinde. Unter anderem wäre da ein Sechsstreifen-Lippfisch oder viele verschiedene Lippfischarten, die die halt auch gerne fressen. Oder auch Leierfische fressen die gerne. Aber in einem 60-Liter-Aquarium können wir die nicht verwenden. Darüber hinaus
gibt es auch noch eine wunderschöne Nacktschnecke, die nur Planarien, sprich Turbellarien, frisst. Das ist die Chelidonora varians-Schnecke. Das ist ein absoluter Nahrungsspezialist. Sprich, gibt es keine Planarien mehr, verhungert diese. Die frisst nichts anderes. Also hier, solange du Planarien hast, kannst du sie wunderbar halten. Du kannst sie auch in einem kleineren Aquarium halten. Also sobald alle Planarien weg sind, solltest du diese zu jemandem geben, der welche hat, wo die halt auch wieder Futter findet. Des Weiteren bietet der Handel auch viele, viele chemische Möglichkeiten, diese loszuwerden. Hier kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich immer erst versuche, mit anderen Mitteln, mit natürlichen Mitteln oder einfachen Mitteln, solche Plagen im Griff zu bekommen. Wenn das nicht reichen sollte, dann sollte man darauf zurückgreifen, aber echt erst als letzte Variante. Da gibt es einige gute, achtet aber auch immer auf die Nebenwirkungen und ob es halt riffsicher ist für deine Korallen, weil achtet einfach drauf. Der Grund, warum sich Planarien, sprich Turbellarien, so extrem schnell vermehren können, ist ganz einfach, die haben ganz, ganz simplen Aufbau. Und je simpler ein Organismus aufgebaut ist, desto einfacher kann der sich vermehren. Eine Planarie kann sich durch Teilung vermehren, sprich reißt er einfach einen Teil ab, wie beim Regenwurm, hast du auf einmal zwei davon drin. Sie haben auch kein Atmungsorgan, beziehungsweise die haben keine Lunge in dem Sinne, sondern die machen ihre Atmung über die gesamte Körperoberfläche. Hat aber auch für uns den Vorteil, dass wenn du halt den Sauerstoffgehalt in deinem Aquarium senkst, dass die halt auch einfach ersticken können. So kannst du sie halt auch loswerden. Allerdings ist es immer relativ schwierig, wenn du einen Abschäumer drin hast, weil damit bläst du ja rein Sauerstoff mit ins Wasser rein und hast halt einen entsprechend hohen Sauerstoffgehalt im Aquarium drin. Du darfst ihn auch nicht zu niedrig machen, weil halt deine Fische, deine Wirbellosen, die brauchen auch alle Sauerstoff. Also jede Variante hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Das sind meine drei favorisierten Varianten, das Absaugen, Anspritzen oder halt ein Süßwasserbad. Und dann natürlich Fressfeinde und echt als letzte Instanz erst halt an die Mittelchen, die der Handel so bietet. Gibt halt viele, viele gute Sachen. So, das war's wieder von mir. Ich freue mich, es hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir auch einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und schalt das nächste Mal wieder ein. Das war's wieder. Euer René von Blue Truth.